Hallo Leute, willkommen bei der LS19 Mercury Farm. Dies ist Teil 33. Na, ich höre da noch jemanden Hecken weg sägen. Das ist anscheinend ein verbreiteter Brauch. So, ich bin hier mit dem Fiat fertig geworden und eben hieß es gerade, Helfer J hat seine Arbeit erfolgreich beendet. Okay. Gut, da war ich jetzt schon wieder ein bisschen zu spät, aber er hat wenigstens fertig gemäht. Das ist ja schon mal ganz gut. Und dann muss ich halt wieder 4 Fuhren so einsammeln, das geht. Und demnächst kaufe ich mir mal einen Schwader. Heute war es die Sämaschine. So. Weil wenn ich einen Schwader habe, dann lasse ich nicht mehr dieses Gespann hier ernten, sondern so wie das üblich ist. Erst mähen. So, okay. Erst mähen und dann schwadern und dann sammle ich das selber ein mit dem Ladewagen. Wobei ich es so eigentlich ganz witzig finde. So. Der wird jetzt abgekoppelt und gereinigt. So, ich hoffe, ich komme so weit mit meinem Kercher. Sonst muss ich ihn mir nochmal dranhängen. Oh, geht gut. Sehr gut. Oh, der ist aber ganz schön dreckig. Aber das wären diese Mähwerke irgendwie immer. So. Okay. Gut, dann sammeln wir jetzt noch den Rest ein. Hier muss natürlich auch ordentlich sauber gemacht werden. Aber wir haben jetzt erst noch Arbeit vor uns. Ja, hier auf der Mercury Farm ist man ganz schön beschäftigt, bis man mal die Farm so hat, wie man sie haben möchte. Also vom Gefühl her habe ich jetzt gerade mal so reingeschnuppert. So. Ach, ich freue mich schon auf das vergrößerte Grasfeld. Und wenn ich dann noch einen Schwader habe, ich denke mal, dann geht unterm Strich die Arbeit schon schneller. Und ja, dann verdiene ich mehr Geld und habe auch mehr Möglichkeiten. Jetzt ist das Geldverdienen ja nicht so ganz üppig. Also es läuft schon und ich habe ja auch noch zusätzliche Einnahmequellen gefunden, wie den Wasserverkauf und jetzt habe ich ja meinen Wald und so. Also es kommt ja schon jeden Tag ordentlich Geld rein. Aber es könnte noch etwas mehr sein. Dann könnte ich meinen Maschinenpark noch schneller aufrüsten. So.
Ich meine, der Nachteil von dem erweiterten Grasfeld ist, noch mehr Silage machen. Es ist irgendwie auch eine elende Angelegenheit mit dem ewigen Silage machen. Aber man verdient halt wirklich gut Geld damit. Also pro Feldgröße verdiene ich damit viel mehr als mit, sagen wir, Weizen anbauen oder so. Und außerdem muss man es nicht jeden Tag wieder neu ansehen. Das finde ich eigentlich auch sehr, sehr praktisch. So. Die Getreideernte hat natürlich den Vorteil, dass man das einen Helfer machen lassen kann. Insofern werde ich da noch mehr in Richtung Getreideanbau und so gehen. Und das neue Feld da hinten, hinterm Wald, will ich ja auch nicht als Grasfeld machen, obwohl das bestimmt am lukrativsten wäre. Sondern als normales Feld, Getreidefeld, was auch immer. Man könnte es natürlich auch zum Mais- und Sonnenblumenfeld machen. Weil ich werde ja mittelfristig dann sowieso da ein extra Mähdrescher für haben wollen. Und dann könnte ich mir da einfach für den zweiten Mähdrescher so ein Mais- und Sonnenblumen-Schneidwerk besorgen. Ich guck mal kurz. So. Feldhäcksler, Schneidwerk, Maispflücker. Okay. Guck ich mal hier. Bison Super, nee, das ist auf jeden Fall nicht geeignet. Ich guck noch mal, was der, wie heißt er, der Rostzellmasch ist ein Nova 330. Den habe ich ja ins Auge gefasst, dass ich auch als zweiten Mähdrescher diesen Rostzellmasch mir anschaffe. Wobei ich natürlich auch den New Holland mir anschaffen könnte. Der ist immerhin 5000 billiger und hat, glaube ich, mehr Ladefläche. Ja, deutlich mehr. Also Ladefläche, Tankvolumen. Und 160 PS, der andere hat 180. Also die sind so, der eine hat das mehr, der andere hat das mehr. Ja, ich könnte auch den New Holland kaufen. Dann wäre der aber eher in der Ebene besser, weil der hat mehr PS und das andere Gelände ist am Hang. Aber ich glaube, das macht den Kohl nicht fett. 20 PS in dieser Dimension. Der hier ist langsamer. Okay, langsamer und kraftvoller. Nun ja, jetzt gucken wir mal. Das ist also Nova 330 und das ist TX32. So. Maispflücker. Der ist... Oh, für beide ist der geeignet. Das wäre natürlich nicht schlecht. Dann könnte ich mir den zum Beispiel einfach nur zur Abwechslung den New Holland kaufen und diesen Maisernter und kann das für beide benutzen. Und man kann damit Mais und Sonnenblumen ernten. Und der ist 3,4 Meter breit. Mehr geht mit den beiden Geräten, glaube ich, sowieso nicht. Der hier, ja, der ist nur für den Bison. Das ist hier ein John Deere, ganz klar. Ja, also kommt für beide so oder so nur dieser Ziegler Corn Champion in Frage. Okay, der ist auch gar nicht so teuer. Die anderen Schneidwerke
Die sind ja hier getrennt und die sind deutlich teurer. Und dann gibt es hier noch den Helianthus. Der ist für welche Geräte? Nova. Ja, der ist wohl nur für den Rostzellmasch geeignet. Und da kann man nur Sonnenblumen mitmachen, aber irgendwie soll der besser und effektiver sein. Da würde ich dann auch das preiswertere Mais-Schneidwerk vorziehen. Ja. Allerdings müsste ich dann zwingend den New Holland mit dem Mais-Schneidwerk betreiben oder mit dem Maispflücker, weil ich ja nur für den Rostzellmasch ein solches Getreideschneidwerk habe. Nun ja, ich denke mal drüber nach. Ist ja noch nicht so weit. Das Feld muss ich erstmal. Habe ich hier jetzt schon geputzt? Ja, habe ich schon. Das Feld muss ich ja erstmal von Bäumen befreien. Und dann die Stumpen weg. Und dann muss ich es grubbern. Und es ist ein relativ großes Feld. So. So. Da mache ich das mal an, damit ich sehe, wie weit wir da schon verdichtet haben. Ja, und vielleicht ein kleines Erinnerungsfoto. Silage am Abend, erquickend und labend. Ja, wahrscheinlich guckt sich keiner das Video an, wenn ich hier Silage auf dem Thumbnail habe, weil sie alle denken auch schon wieder Silage. Mal gucken, vielleicht kann ich ja noch irgendwas Spannendes machen. Es ist ja noch nicht dunkel. Ja. Na, immerhin schon 74. Aber heute ist es anscheinend nicht sehr viel. Naja, gut, 101.000 ist in Ordnung. Sehr viel war das hier noch nie. Links nochmal. Und ich bin gespannt, wie viel mehr das wird jetzt nach der Feldvergrößerung. Ich denke mal, kommt schon einiges zusammen. So. Fast fertig. Jawohl. Und jetzt hole ich mir noch die Schaufel, weil wir haben was Überstehendes. Ups. Ja, ganz toll, ganz toll. Fahr die Schaufel nur platt. So, wunderbar. So. Mal gucken, ob man damit das Zeug auch schieben kann. So. Erstmal mache ich hier das aus. So. Nee, schieben will er irgendwie nicht. Also muss ich das hier ausleeren. Und später muss ich dann nochmal nachverdichten.
Was natürlich ein wenig lästig ist. Aber so ist das nun mal. Wenn man sein Gras zu weit vorne ablädt. So. Mal gucken, weil eigentlich ist das so schon ganz gut. Ja, ich denke mal, das lasse ich so. Fahre es jetzt nun... Ah, es ist sogar 100% verdichtet. Schön, aber diese Huppel fahre ich trotzdem mal platt. Wenn sich das noch platt fahren lässt. Weil die stören sonst mit dem Ladewagen. So. Ja, geht halbwegs. Okay. Aussteigen und zudenken. Wunderbar. So. Das war das Falsche. Das Ganze soll abgeladen werden. Jawohl. Jetzt wird auch der Trecker mal geputzt. Der hat's nötig. Und der könnte auch mal eine Reparatur gebrauchen. So, mal gucken, ich glaube hier mein Mähwerk auch. Ja, das geht noch. Aber der Trecker ist so nur noch 2/3 fein. Gucken wir mal. So, reparieren. Jawohl. Ja, hat fast 1000er gekostet. Oh, mein Fiat, der ist nur noch 2700 Euro wert. Dafür ist er für mich aber noch ein wertvolles Gerät. Ich finde den noch sehr nützlich, dass ich den habe. Weil der macht brave Feldarbeit mit den Helfern. So. Ich denke, ich schaue noch mal bei den Pferden vorbei. Und könnte vielleicht noch eine Runde ausreiten oder so. Denn jetzt gucken wir mal. Silage ist erledigt. Das Weizenfeld, das kleine ist jetzt ein Haferfeld. Das andere Haferfeld, da gucke ich gerade noch mal auf der Karte. Nur so sicherheitshalber hier, dieses da, 11 und 18. Ja, das ist erst morgen soweit, das ist gut. Und das Gras, gucken wir mal hier. Ja. Ah, hier kann man jetzt auch sehen, wie das Größenverhältnis ist zwischen dem, was bisher fällt war, das ist das Lilane, und dem, was dazugekommen ist. Ich denke mal, das sind vielleicht etwa noch mal 2/3 von dem, wie das Feld bisher war. Also sagen wir mal aus... Ja, die 100.000 sind ja nicht allein von dem hier. Sondern hier habe ich ja auch schon gemäht. Insofern... Ja, könnte man sagen, wir können uns jetzt auf täglich 100.000 freuen. Und vorher in diesem Bereich waren es dann nur vielleicht 60.000, 70.000. Ich könnte hier dann aber mal düngen gehen. Und zwar, wenn die Kühe Dung produziert haben und ich mir einen Güllewagen leisten kann. Dann dünge ich da einmal drüber, nach jedem Schnitt. Und dann gibt es mehr Ausbeute.
Ja, und wenn ich hier die Seitenstreifen von meinem Lieblingsfeld angucke, da könnte man auch Gras abmähen. Aber nein, das mache ich nicht. Ich bringe mich immer wieder in Teufelsküche wegen der Grasmäherei. Auch hier hatte ich ja schon mal festgestellt, dass hier vor, also da, wo wir jetzt direkt drauf gucken, das ist hier auch nochmal so groß wie ein Feld eigentlich. Mal gucken, wie viel das auf der Karte macht. Ob das überhaupt dazugehört. Naja, es ist eigentlich nur ein kleines Stück. Aber wenn man sich hier dieses da anguckt, dann ist diese Fläche deutlich größer. Also es ist schon ganz ordentlich. Und es gehört hier mit dazu. So. Also da könnte man sich schon überlegen, ob man da noch was macht. Vielleicht auch einfach nur ab und zu mal Heu ernten für die Pferde. Da macht man sich hier einen Zugang, Hecke weg und fährt da ab und zu mal Heu machend durch. Mal gucken. So, demnächst sollte ich sowieso mal wieder Heu machen. Für Pferde und für die Kühe. Jo, ach, hier muss ich auch noch zumachen. Das hättest du aber auch mal zumachen können, meine Liebe. Nun gut. So. Willst du mit mir reiten? Okay, Jody. So. Und jetzt ein bisschen beschleunigen und hops, jawohl. Zip. Stopp. Na, es geht, es geht. Wir machen jetzt erstmal langsamer. Ja, wir könnten ja mal hoch zu meinem neuen Wald reiten. Und zwar über die Pferdestrecke. Na, das ist doch nett, noch so ein abendlicher Ausritt. Dann habe ich wenigstens auch was von meinen schönen Pferden. Also gut, ich werde früher oder später mit denen ordentlich Geld verdienen. So. Wo kommt man hier durch? Da. Aber man macht die Landwirtschaft ja nicht nur zum Geld verdienen. Sondern auch, ja, aus Freude am Land leben. Und bei den Pferden eben auch Freude am Reiten. Jawohl, ja, das ist doch prachtvoll. So, jetzt machen wir ein bisschen langsamer. Dann mache ich hier nochmal ein Abendausritt-Erinnerungsfoto. Jawohl. Jawohl. Prima. Eine wirklich schöne Pferdestrecke. Oh, hier ist jetzt noch ein höheres Hindernis. Zack. Oh, das hat aber an den Schienbeinen wehgetan.
Und es ist ganz schön weit, diese Strecke. Jetzt machen wir noch mal ein bisschen schneller. Und da kommt wieder so ein Kurs. Müssen wir Schwung holen und hau ruck. Ja, so geht das doch gut. Und da hinten kommen wir jetzt auch bald zu meinem künftigen Feld. Da wollte ich ja jetzt noch mal hin. So gemütlich. Ich könnte ja eigentlich schon mal zwei Bäume umsägen. Einfach so. So, bleib mal stehen. Jawohl, hast du sehr schön gemacht. Du darfst jetzt hier ein bisschen Gras fressen und ich fäll einfach mal zwei, drei Bäume. Dann habe ich morgen nicht so viel zu fällen. Also, ob ich morgen die ganzen Bäume für dieses Feld schaffe, das wage ich zu bezweifeln. Vor allem, weil hier sind recht viele von diesen. Das sind, glaube ich, Ahornbäume. Und die sind übelst schwierig im Kleinsägen. So. Da braucht man Ewigkeiten für. So. Und die kann man meistens auch nicht mit dem automatischen Autoloader aufladen. Wobei ich das bei denen schon probieren werde. Aber man muss damit rechnen, dass man die von Hand aufladen muss. So. So, ich hoffe, dass das Pferd sich nicht erschreckt von meinen Sägegeräuschen. Aber die sind ja einiges gewöhnt hier. Man hört es hier ja ständig, Motorsägen. So. Irgendwie in letzter Zeit bin ich immer zu am Sägen und Holzarbeiten machen. Aber ich denke mal, das gehört halt auch dazu, wenn man neue Felder erschließt, dann muss man auch sägen. Bäume fällen, Holz transportieren und. Na? So. Ah, da gibt's ganz schön viel Laubholz. Aber ich glaube, gleich habe ich den erledigt. Sich hier da. Jawohl. Hier haben wir noch einen. Ja, da ist immer noch was. Jawohl. So, der arme schöne Baum. Naja, ich denke mal, ich sollte dann an anderer Stelle, also zum Beispiel da, wo der Wald Wald ist, einfach auch entsprechend mehr Bäume pflanzen. Weil es geht ja heutzutage nicht an, dass man Bäume fällt und dafür keinen Ersatz schafft.
Also das wäre mein Plan, dass ich im Prinzip alle Bäume, die ich hier fälle, und hier sollen sie ja wegbleiben. So. Na, da muss ich von näher ran, jawohl. Dass ich da an anderer Stelle Bäume pflanze. Das müsste ja wohl zu machen sein. Ich will ja sowieso mir dieses Baumpflanzgerät anschaffen. So. Um meinen Wald zu beackern, sozusagen. So. Hier noch. Na komm. Jawohl. Und dann nehmen wir noch einen solchen. Die gehen schön schnell. Ich denke mal, der ist auch mitten in der Zone des künftigen Feldes. Na, da muss ich gleich noch... Huch, was war jetzt das? Eine wild gewordene Kettensäge. Der will irgendwie nicht so recht. Na, dann muss ich da halt nochmal entlang rasen. Jetzt geht's schon besser. Ja, wunderbar. Zack. Dich auch noch. Hopp. Okay. Gut. Dann haben wir immerhin schon mal drei Bäume hier gesägt, sozusagen. Erste Tatsachen geschaffen. Das wird ein ganz schön großes Feld. Das wird mein größtes Feld. Da wird der Mähdrescher wahrscheinlich den ganzen Tag am Ernten sein. Ja, ich meine, das spricht ein wenig gegen Maisanbau, weil das so große Mengen sind, glaube ich. Ja, da muss man da ständig abtransportieren. Naja, das überlege ich mir nochmal. Aber ich fände es ganz schön, wenn ich prinzipiell auch Mais anbauen könnte. Aber ich kann mir ja auch... Oh ja, ja, schon wieder ganz schön schnell unterwegs. Ich kann mir ja das normale Schneidwerk erstmal kaufen. Und das Mais-Schneidwerk kann ich mir einfach teilen mit den beiden Mähdreschern. Also, wenn ich dann mal zwei Mähdrescher habe. Am Anfang werde ich ja das erst mit einem Mähdrescher bestellen, nehme ich an. Weil die 100.000 muss man ja auch erstmal kriegen, beziehungsweise 130.000 samt Schneidwerk. Dann werde ich mit dem Mähdrescher immer hin und her fahren. Na, schauen wir mal. So. Oh, und hier noch einen großen Hops. Jawohl. Jetzt können wir wieder langsamer. Tja, und wenn ich das mal alles gelöst habe, dann habe ich vielleicht hoffentlich irgendwann mal genug Geld für dieses schöne Agroforestry-Feld. Und da braucht man dann ja fast auch noch mal eine komplette Ausstattung. Obwohl, das ist natürlich näher von meinem Haupthof, bei meinem Haupthof.
Vielleicht kann ich da einen Mähdrescher nehmen. Mal gucken. Zap. Ja. Mit dem autonomen drüber springen, das klappt nur so ein bisschen. Und werde ich mal helfen beim Hüpfen. Ja, Hüpfen ist bestimmt eher rührig für ein Pferd. Es springt. Vielleicht hüpfen junge Pferde. Ich hoffe, das verfügbare Geld reicht für die abendlichen Kosten. Aber ich glaube eigentlich schon. Die Betriebskosten sind nicht so hoch. Und wenn doch, gucke ich traurig aus der Wäsche und muss halt morgen gleich mal ein bisschen Wasser verkaufen gehen. So. Na, das war doch jetzt noch ein schöner Abendausflug, finde ich. So. Ups, und hau ruck. Jawohl. Sehr gut. Du bist Ruby oder so ähnlich, nicht wahr? Da, da ist es. Sieht auch schon dreckig aus. Jody. Okay, hallo Jody. Hast du schön gemacht, den Ritt. Gut. Dann springe ich hier mal wieder raus. Super. Tschüss. Schönen Abend noch. Und ich fahre mal mit meinem Trecker nach Hause. So. Zum Beispiel kann ich ja auch vielleicht hier noch ein oder zwei Bäume fällen. Nicht fällen, nein, pflanzen meine ich. Pflanzen. Aber ich denke mal, in meinem Wald werde ich schon Stellen finden, wo ich Bäume pflanzen kann. Zusätzlich natürlich zu denen, die ich dort fälle. Mal gucken, ob ich schon morgen dazu komme, neue Bäume zu pflanzen. Das sieht doch schön aus, unser neues Haferfeld. Ja, die Ecke ist so ein bisschen so, naja. Aber der Helfer ist ja ganz gut mit der Ecke klargekommen. Und das hat jetzt wenigstens eine Größe, da lohnt es sich, den Anhänger rauszuholen. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss!